Mann, jetzt will ich den Schwatten Quarz haben. Scheiß auf den, okay. Hör auf, hier rumzufliegen, komm mit. Ich weiß, wir kämen irgendwie ran. Aber das irgendwie könnte jetzt noch ein bisschen länger dauern, deswegen nehme ich mir lieber diesen hier. So, wir müssen... Pass auf, wir bringen aber erstmal der Paula, ne? Hier, Takarigu, ne, Taranis. Wir bringen erstmal die Hinterlassenschaft zu Paula. Jetzt können wir den Schex auch schön auf der Karte sehen. Der folgt uns da als oranges X. Ich glaube, das war eben auch schon der Fall, wahrscheinlich bei der anderen Queste. Dann gehe ich mal hier entlang. Hallo? Und natürlich ist es wieder Nacht geworden. Das ist natürlich sehr schön. Zum Glück haben wir überall schon aufgeräumt. Wobei ich das manchmal auch schade finde, weil wir brauchen ja den Ruhm. Also ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie viel Ruhm wir brauchen. Weil, ich würde am liebsten alles hochskillen, aber ist mir schon selber klar, dass das eher so ein utopischer Wunsch ist. So, zum anderen Monolithen müssen wir auch noch Monolithen. Aber gerade irgendwas Rotes in der Wand hat mich kurz irritiert. So, wir folgen einfach mal ganz stoisch dem roten Pfeil. Und der Schex wird bestimmt mal wieder zurückbleiben. Weil er sich, glaube ich, nicht so sehr in die Gefilde der Menschen traut. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Paula wohnt. Vielleicht haben wir die schon getroffen und ich habe es einfach vergessen. Weil sie mir nichts bedeutet hat. Oh, Jadestein. Huch, naja, auch gut. Das war aber nicht die Dame, die in der Fischerhütte auf dem Boden liegt, oder? Nein, Gott sei Dank war dies nicht. Ich glaube, da wäre der Schex vielleicht ein bisschen ungehalten gewesen. Und wir hätten die Sachen auch gar nicht geben können. Ich schaue mal ganz kurz, wo die auf der Karte... Ich drücke mal die rechte Maustaste, ich weiß gar nicht warum. Die ist tatsächlich hier beim Lager der Magier, okay. Ach, das ist seine Schwester, die Frau von dem Typen, die den immer so zusammenstutzt. Ich habe gerade Ruhm gehört. Sind hier noch Kreaturen übrig? Nee, waren wir doch überall schon. Nun gut. Wir düsen dann mal weiter zum Lager der Magier. Da wird der Schex natürlich wieder auf der Treppe warten und sagen, no. Da sind wir auch schon. Kommt der hinterher? Trotzdem haben wir es dann nicht so weit, zu ihm zurückzugehen, weil wir müssen ja gucken, der Schex will bestimmt auch seinen Seelenfrieden finden. Und ich hoffe, den kriegt er dann auch, wenn wir seiner Schwester die Klamotten geben. Und jetzt wird er sagen... Da gehe ich nicht hin. Genau, das wird er jetzt sagen. Ich glaube, Paula ist auch nicht unbedingt wach gerade. Hallo, Wells. Paula! Paula! Schnell, guck mal. Ich habe etwas von Schex für dich. Was? Von Schex? Redest du etwa von meinem großen Bruder? Ja. Ich dachte, er wäre tot. Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ja, ihm geht es gut. Du hast recht, er ist tot. Ja, ja, Wahrheit, ja. Ihm geht es gut. Wo ist er dann? Wieso kommt er nicht selber vorbei? Er sagte, er hat keine Zeit und wollte dir nur sagen, dass es ihm gut geht und du dir keine Sorgen machen sollst. Das ist schön zu hören. Er hat mir dieses Paket für dich gegeben. Das sind Sachen unserer Eltern. Danke, dass du mir das vorbeigebracht hast. Ich habe leider nichts, womit ich dich belohnen könnte. Vielen Dank. Wo auch immer du das Paket her hast, bitte geh zu ihm und bedanke dich für mich. Das machen wir natürlich und du schlaf gut. Wir sehen uns dann morgen.
Ich konnte ihr nicht die Wahrheit sagen. Ich konnte es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch gewesen wäre, aber ich wollte jetzt natürlich nicht und so. Naja. Ah ja, tut mir leid, Sexy Boy. Also. Paula hat dein Paket bekommen. Das ist gut. Jetzt sollt ihr endlich loslassen können. Wir bedanken uns bei dir dafür, dass wir nicht mehr leiden müssen. Er hatte dir eine Belohnung versprochen, du sollst sie bekommen. Schon bald wird von ihm nichts mehr übrig sein und wir werden endlich Frieden haben. Hey, geh doch nicht weg. Hast du nichts zu tun? Nein, ich lauf dir hinterher. Hast du nichts zu tun? Nein, wir sind Freunde. Hast du nichts zu tun? Wohin gehst du, Shex? Jetzt bleib doch. Wir haben noch Seite an Seite gekämpft, alter Freund. Wo will er hin? Shex? Hey, Shex. Lauf nicht weg. Ich weiß, du bist tot, aber du kannst noch so viel Gutes bewirken. Und es hat dir doch auch Spaß gemacht zu kämpfen. Gib es zu, deiner wilden Seite, deiner ungestümten, wilden, untoten Seite, einen guten Zweck zuzuführen. Jetzt will ich wirklich wissen, wo der hingeht. Hallo, Ente. Wir gehen ja jetzt nicht zum Strand. Also ich habe zuerst gedacht, vielleicht geht er zum Lagerfeuer, aber wahrscheinlich ist es das Haus da oben. Vielleicht ist er da gestorben. Vielleicht war das das Haus seiner Eltern. Ich glaube tatsächlich, das könnte so gewesen sein. Und ich glaube, der wird hier nicht einfach nur so ohne Grund rumlaufen, sondern vielleicht tatsächlich für Leute, die es interessiert, wird er jetzt zeigen, dass sie da oben gewohnt haben, bevor das Haus überfallen wurde. Und dass das wahrscheinlich auch sein Todesplatz war, während seine Schwester schon verheiratet in der Stadt war. Und vielleicht starben ja auch die Eltern hier oben. Wir werden sehen. Schade, dass er uns das nicht erzählen wird. Hast du nichts zu tun? Nein, habe ich nicht, Shex. Habe ich nicht. Dann schlafen wir mal im Bett seiner Eltern wahrscheinlich. Ich kann es mir gar nicht... Nein! Nicht schon wieder! Nein! Bones? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ach, speichern kann man ja gar nicht. Mist. Immer wieder diese Träume. Wann hört das endlich auf? Übertreib halt mit der Lautstärke. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Und ich frage mich, ob Shex dann noch da sein wird. Wir haben ihn bis zum Feuer verfolgt. Und er ist immer noch da. Hast du nichts zu tun? Tja, keine Ahnung. Ich dachte, jetzt kann er loslassen, aber offenbar... Naja, vielleicht hat da jemand die Kisten da... Oh, sieht das geil aus. Kasching. Vielleicht hat jemand die Kisten geplündert in dem Haus. Und deswegen, weil Sachen fehlen, kommt er jetzt nicht mehr zur Ruhe. Ich frage mich, wer das gewesen sein könnte. Bestimmt irgendein Unhold. So, der Feinschmecker können wir vergessen. Aus vergessenen Tagen vergessen wir auch. Ich meine, wir haben jetzt hier fast alles. Und wir müssen als nächstes, glaube ich, dann auf Takarigua, denn da müssen wir auch noch einen Stein für hier holen. Was habe ich jetzt, das mit den Hafendieben. Da weiß ich jetzt aber nicht genau, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Ich dachte, hier wäre noch was. Da weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll, weil das können wir eh nur nachts lösen. Und dann kommt dieses Äffchen und ich habe das Gefühl, wir müssen dem Äffchen tatsächlich auch als Äffchen hinterher steigen. Dass wir das gar nicht als Mensch können. Zumindest wäre das ja plausibel, weil wir können als Mensch dem Äffchen ja eh nicht hinterher. Wobei mich das wundert, dass es da einfach nur so frech rumhüpft, oder aber nichts macht, auch wenn wir kommen. Für einen Dieb ist das echt low. Ach, schön. Ja,
Na, guck mal, wenn wir da unten haben. Ein paar Ruhmpunkte und eine Schädelblüte. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ach. Und die Ruhmpunkte kommen sogar zu uns. Das wollte ich gar nicht. Das Problem ist, dass die jetzt alle mich angreifen. Nein, und ich komme wieder nicht weg. Nein, kein Legspike. Mann. Jetzt. Ja, ich hasse diese Viecher. Mistviecher. Na los, jetzt. Da. Das gibt's doch nicht. Alter, das ist doch unfassbar. So, Kralle. Ich habe das Gefühl, Doc Bones ist auch nicht sonderlich weit fortgeschritten mit seinem Status. Da ist er ja. Habe ich dafür Ruhm gekriegt, Alter? Oder läufst du hier nur sinnlos rum und wir haben... Ach. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Alter. So, haben wir den auch? Dann frage ich mich, ob der... Weißt du, wenn wir jetzt eh schon mal hier unten sind, die haben uns angegriffen, da kann ich nichts für. Ich wusste, er hat ihn nicht besiegt, sondern einfach entkommen lassen. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Na toll. Hängt sich wieder an so einem Pixel auf und trifft nichts. Und bei uns macht wieder nichts, der kleine Drecksack. Ich hasse diese Viecher, genau wie diese komische Vögel. Aber zum Glück bin ich nicht der Einzige, habe ich in den Kommentaren gelesen, dass die echt die schlimmsten sein sollen. Da haben wohl fast alle ihre Problemchen mit. So, das waren einfach nochmal gratis ein paar Ruhmspunkte. Jetzt haben wir auf dem Weg quasi mitkassiert. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich die einsetze. Haben wir hier vielleicht noch ein paar, die uns entgangen sind, wenn wir schon mal hier sind. Eine Höhle? Na, sieh mal eine an. Kommen wir da denn einfach rein von hier unten? Ja, super. Nein, nicht die Enten. Ich frag gar nicht. Ich wollte den Enten nichts tun. Oh, Hühnerbollen. Aber sofort will ich den Enten was tun. Natürlich nicht. Aha. Ach, und da geht's auch nochmal? Ja, da, jetzt kommt der Bonesy, aber klettern kann er nicht. Okay. Ach, das ist die Höhle. Natürlich liegt ja noch ein Toter. Das ist die Mine. Ach so, ich dachte, wir haben ja noch eine ganz tolle Höhle entdeckt. Aber ja, nee, dann ist ja... Nein! Das ist ja Pille. Okay, wir hatten schon eine Spitzhacke hier, wie es aussieht. Und die Falle können wir immer noch nicht entlösen, ne? Also entlösen heißt das... Nee, die Falle lösen, die Falle entschärfen. So rum. Und ich höre bereits, die Mine ist in Beschlag genommen. Da unten... Haben wir einen... Nee, zwei fleißige... Hallo, Gadi! Bringen wir was bei? Lass uns handeln? Lass uns handeln. Nur mal kurz gucken. Einfaches Hemd, Hose... Der hat ja irgendwie alles. Wir können auch mal wieder was verkaufen, theoretisch. Wir haben so viel Krams. Ich hätte gern die Handelsfähigkeit und dann alles verkaufen. Und bis dahin gar nichts. 1500 Gold, aber wir brauchen leider ein bisschen Gold, oder?
reich verziert und gibt nur 50. Was? Krone 150. Ich schau mal lieber, ob ich bei wem anders verkaufe als beim Gnom. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Der Saffi. Taschendiebstahl 40 von 70. Kann man beibringen. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homie. Schnapsbrenner. Nee, das will ich nicht. Konnte der uns was ein... Ich brauch doch das mit dem Äffchen, glaube ich, oder? Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Ja, Affentrainer würde ich gerne lernen. Einfluss 40. Ach, eigentlich will ich noch so vieles lernen. Ich muss ja auch vor allem die Fingerfertigkeit missen. Hätte ich bei den Magiern bleiben sollen. Dann können wir uns nochmal hinteleportieren. Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Einfluss 40. Wo soll ich die... Nee, wo soll ich die hernehmen? Und wo komme ich wieder raus? Offenbar hier nicht so. Vielleicht gehen wir mal lieber den Umweg, dann laufe ich nicht durch die Falle. Ich möchte ungern sterben. Also generell, jetzt nicht nur im Spiel, sondern generell. Sterben ist uncool. Sterben ist für Doofe. Wer stirbt, hat weniger vom Leben. So, hier gibt es soweit nichts. Da hinten auf der Insel waren wir ja auch schon. Generell haben wir, glaube ich, alles abgesucht. Waren wir da hinten auf der Insel oder waren wir da nicht? Kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da schon hingeschwommen bin. Weil ich doch bestimmt erstmal was vom Let's Play, von der Dingens. Siehst du, da waren wir noch gar nicht. Dann nehmen wir die jetzt mal mit. Jetzt haben wir die Insel ja soweit erkundet. Als nächstes steht der Taranis auf dem Programm und dann nehmen wir erstmal den Typen hier mit dem Okolytenarm. So lange auf YouPorn gewesen. Das ging schnell. So, Ruhm 200. Der Typ mit dem Mega-Unterarm, voll der Popeye. Und natürlich da hinten wieder ein paar Sandkrabbler. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das war's mit dem Vieh. So, eine Leuchtkugel gibt's auch. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Dann beeil dich mal ein bisschen. Erledigt. Ich finde, ganz ehrlich, wenn es so viele Kämpfe gibt, ne? Und die gibt's hier, ja? Dann würde ich doch ein paar mehr Sprüche einbauen eigentlich. Jetzt komm ich. Das mit der Mütze haben wir schon tausendmal gehört. Aus deiner Haut mach ich mir ein paar Stiefel. So, ich frage mich, wo wir hier hinkommen. Ich meine, es muss ja... Wir haben ja jetzt gelernt, bei Risen 3 müssen die ganzen Inseln nicht zwingend einen Zweck haben. Die sind einfach nur da, weil sie da sind. Was ich persönlich als Zweck viel geiler finde, als... Alter, wie cool. Als dass jetzt irgendwas Wichtiges sein muss. Auch wenn es natürlich schwierig ist, die alle abzuklappern, da hätte ich mir vielleicht ein Boot gewünscht. Aber naja, ist ja auch egal. Wir kommen ja schwimmend auch überall ganz gut hin. Da hinten waren wir tatsächlich, glaube ich, schon, ne? Ist das schön, wenn einen hier kein Meeresungeheuer angreift? So, oh, Texturen. Eieieiei. Oh, da gucke ich mal nicht hin. Hilfe! So, na sieh mal eine an. Hier ploppen die beiden Freunde auf und fallen einfach hin. Die haben wir schon mal mitgenommen. Ob man da hinten wohl hinkommt? Ah ja, und Bones kommt natürlich nicht hinterher, ist ja klar. Wir schwimmen ja wieder. Das würde mich echt mal interessieren, wenn man... Komme ich hier überhaupt raus? Nein. Huch! Okay, ich komme da jetzt offenbar nicht rum. Man kommt nicht raus, man wird immer zurückteleportiert. Das ist gut zu wissen. Das war ein bisschen erschreckend, eher. Warum nicht einfach sagen, ich schwimme nicht weiter raus und dann den Charakter nicht weiter rausschwimmen lassen?
Na, ja, das ist ja ein Hoch und Runter hier. Ich dachte, vielleicht komme ich da hoch, aber offenbar nicht. Ein Auf und Ab. Da kommen wir hoch, glaube ich, ne? Wenn wir schon mal da sind, erkunden wir natürlich auch mal alles. Es sieht so aus, aber ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Es sah so aus, als würde man hier hochkommen auf so einem engen Pfade, aber... Na. lieber nicht. Hallo Bones. Was machst du da? Darf ich mal... Geh mal weg, du alter Scherge. Toll, jetzt steht er genau da. So wird's gemacht. Jetzt kommt er wieder nicht hinterher. Ich... Ja. Man ahnt es nicht. Der wird schon hinterherkommen. Spätestens wenn wir aufs Schiff beamen, dann wird er wieder hinterherkommen. Da bin ich ziemlich sicher. Ansonsten erkunden wir die Insel hier und hoffen mal, obwohl wir kriegen ihn nicht alleine platt, weil da war dieser komische Schnapper. Ich hab's ja genau gesehen. Wie soll ich gegen den denn ohne unseren Freund Bonesy bestehen? Da fehlt mir das Selbstvertrauen, auch wenn wir ein mutiger Pirat sind, aber Bones! Komm da runter! Müsste doch hier oben irgendwo sein, aber da kommt er... Ich glaube, da kommt er einfach nicht runter. Ach, da ist er. Oh, Gott sei Dank. So, hier ist mal Janisch. Da vorne ist der Schnapper, den ich meinte. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Nein, ich bin zurückgerollt. Verdammt. Aber sonst trotzdem ganz gut erledigt. Aua, Schwanzstachel. Das tut ja schon beim Zuhören weh. Aus ominösen Gründen. Ah, was haben wir denn hier? Schiff brüchig und... Was ist da? Nichts. Okay, ich dachte, da war ein Zettel. Und wir haben ein paar Spuren, die uns irgendwo hinführen. Das ist ja auch geil. Aber hier hören die Spuren auf. Es sei denn, die Spuren sind hier hochgegangen.